meine Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute wieder eine wunderschöne Weihnachtskarte und zwar mit dem tollen Stempelset Weihnachtshirsch und den passenden Sinnletformen Weihnachtswild dazu. Und so sieht die Karte dann aus. Auch haben wir hier wieder diese tollen Frostfarben und die Karte ist ein bisschen schief, aber die gehört so. Genau, und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. An Material habe ich einmal die Grundkarte, die ist in der Farbe Wildleder und hat das Maß 28 cm x 14 cm und ist gefalzt bei 14 cm. Also wir machen heute ein anderes Format, ein bisschen größer. Dann habe ich einmal ein Stück Chili in dem Maß 12,5 x 12,5 cm und zwei Stücke Vanille pur in dem Maß 12 x 12 cm. Dann nehme ich hier ein Stück Designerpapier aus dem Elegante Weihnachten. Das war so ein Aktions-Designerpapier. Das hat man gratis zu einer bestimmten Bestellung dazu bekommen, ab einem bestimmten Bestellwert im September, glaube ich. Also nehmt einfach, was ihr habt. Vielleicht habt ihr ja auch das gleiche oder ein anderes. Am besten mit Chili, das wäre natürlich perfekt. Und da habe ich hinten drauf, ich hoffe, ihr seht das schon, diese Aufkleber von Stampin' Up drauf gemacht, diese Klebefolien, weil wir uns ja da ziemlich feine Teile ausstanzen und genau, dann muss man das nicht mühsam kleben. Und mir ist davor leider die Kamera ausgegangen, deswegen, sonst hätte ich es euch gezeigt. Auf dieser Folie sind einmal so eine beschriftete Seite und einmal die Klebeseite und die beschriftete Seite macht man weg und klebt es sich dann da drauf. Genau. Und das brauchen wir noch. Und dann noch ein Stück in Wildleder für unseren Hirsch. Mit dem fangen wir jetzt auch gleich an. Dazu nehme ich mir einmal das Motiv aus dem wunderschönen Stempelset Weihnachtshirsch und die Farbe Kupfer. Und bevor ich diese Frosty-Farben verwende, schüttle ich mir die immer ein bisschen durch und nehme mir das dann auf mein Fingerschwämmchen auf, indem ich das einfach hier so oben drauf setze, dass es passt genau. Dann einmal umdrehe und dann so zur Seite abziehe, dass nicht ganz so viel Farbe drauf ist. Genau. Und das tupfe ich mir dann einfach direkt auf meinen Stempel drauf. So. Und dann können wir uns das schon einmal stempeln. Und bleibt der Rücken ein bisschen länger drauf als normalerweise beim normalen Stempel. Und dann haben wir hier so eine richtig schöne Hirschform. Oder ja, Hirschform mit diesem tollen Kupfer-Element. Ich hoffe, ihr seht das gut in der Kamera. Und dann stempel ich mir auf eins meiner Vanille-Pur-Blätter auch noch was in der gleichen Optik. Und zwar mit diesem Blütenband. Das ist auch hier in dem Stempelset. Das schaut einfach richtig schön aus. Dann kann diese Farbe schon mal weg. Und dann klebe ich mir schon mal meine Grundkarte quasi auf. Mit Flüssigkleber klebe ich mir jetzt einfach den Farbkarton in Chili schon mal auf mein Wildlederpapier drauf. Richtig schön in die... Ich möchte es ja ein bisschen schief machen, ja. Deswegen klebe ich mir das echt ganz schön schief auf. Und da am besten den Flüssigkleber nehmen, weil dann könnt ihr noch ein bisschen rumruckeln, wie es euch gefällt. Also, so habe ich das hier gemacht. Ich wollte das wirklich so schief haben und ja, finde es mal ganz was anderes. Und dann nehme ich mir den Leinfaden, den habe ich hier schon hergelegt. Und den werde ich jetzt ein bisschen um mein Vanille-Pur-Papier rumkleben. Dazu nehme ich einfach den Snail und mache mir da an der Seite zwei Klebestreifen hin und kann mir das jetzt hier so ankleben und kann mir jetzt da den Leinfaden einfach ein bisschen außen rum wickeln und gucken, wie der ganz schön da so drauf liegt.
so ungefähr. Das reicht, würde ich sagen. Dann schneide ich mir das hier hinten gleich mal ab. Und jetzt klebe ich mir das Ganze mit Dimensionals auf. Habe ich bei meiner Musterkarte nicht gemacht, da habe ich sie ganz flach aufgeklebt. Also das könnt ihr einfach so machen, wie es euch besser gefällt. So. Und die klebe ich mir jetzt noch nicht auf. Ich hätte es vielleicht vorher stempeln sollen, bevor ich mir die Klebepads hinmache. Das wäre eigentlich geschickter gewesen. Ich habe nämlich noch einen Spruch, den ich da drauf stempeln möchte, nämlich das herzliche Weihnachtsgrüße. Und jetzt, ja, jetzt klebe ich es mir einfach auf. Das probieren wir jetzt. Ihr wisst ja dann, wie ihr es besser machen könnt. Also es vorher stempeln und dann aufkleben. Oder flach aufkleben und dann stempeln. genau. Also dieses herzliche Weihnachtsgrüße nehme ich mit, stempel ich mir noch mit Wildleder auf. Bisschen chaotisch heute bei mir. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Das stempel ich mir jetzt hier so oben drüber. Und ich drücke wirklich gut drauf, damit ich das hoffentlich anständig drauf gestempelt bekomme. Ja, das ist okay. Könnte schöner sein, aber könnte schlimmer sein auch, von dem her. Wir sind zufrieden. Okay. Dann kann ich mir mein Innenteil auch schon aufkleben. Und das mache ich auch schief, aber in die andere Richtung. Ups, ein bisschen muss man schon schauen, wo die Mitte ist. So. Ich finde das mal ganz witzig. Und jetzt stanzen wir uns erstmal unsere ganzen Elemente aus, damit wir noch ein bisschen dekorieren können. Genau, dazu nehme ich mir jetzt die Big Shot und mein Papier. Und dann brauchen wir natürlich noch die Sinnlets-Formel. Dann nehme ich mir jetzt einfach alle Blüten und zweimal diese Schnörkel. Die werde ich jetzt alle ausstanzen. Und dann natürlich noch unseren Hirsch, der passt nämlich hier genau drauf. Den werden wir uns jetzt auch direkt ausstanzen. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass der schön drauf liegt. Okay. Eine Acrylplatte drüber. Und dann kurbeln wir uns das jetzt mal, ich sag jetzt mal, viermal durch. Und dann löse ich mir die Teile mit meiner Bürste hier ganz gut raus. Und wenn ihr was nicht ganz rausbekommt, könnt ihr euch, also es löst sich meistens schon ganz gut ab, aber wenn nicht, könnt ihr euch noch eine Nadel zur Hilfe nehmen und das dann so ausstechen. Genau. Und ganz wichtig ist bei diesem Stempelset, dass man sich die Teile immer durchzählt, ob man alle wieder, bei diesem Stanzset, ob man alle Elemente wieder zurück in die Schachtel getan hat. Nicht, dass man da was verliert mit den vielen Blüten oder so. Es wäre schade drum, weil es echt so ein schönes Stanzset ist. Also es sind 13 Stück, die da drin sein müssen. Und genau, ich habe mir das ja immer draufgeschrieben hier oben. 13 Stück. Und dann zähle ich mir das nochmal durch. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Sinnlets und Framelets aufbewahre, kann ich euch rechts oben ein Video einblenden. Und dann seht ihr mal meinen kleinen Ordnungstipp dazu. Genau, und dann zähle ich mir die nochmal durch und dann packe ich sie erst weg, nicht, dass ich aus Versehen was wegschmeiße. Ja, und jetzt können wir uns eigentlich auch schon hinten diese Folie, die wir vorher aufgeklickt haben, so abziehen, weil dann können wir uns unsere Elemente wirklich perfekt auf unsere Karte draufkleben. Und auch diese ganzen filigranen Teile heben dann wirklich super. Meinen Weihnachtshirsch mache ich noch mit Dimensionals fest. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Mini-Dimensionals. Genau, und ich benutze da eigentlich wirklich alle Blumen, die ich hier richtig verteile über mein ganzes Projekt und male dann jetzt dem Hirschen noch ein Auge auf.
Ich finde, es macht sich irgendwie besser. Das gefällt mir irgendwie gut. Und dann schnappe ich mir noch die Perlchen und dekoriere noch meine Karte aus. Übrigens, wenn ihr noch viel mehr Ideen haben wollt für Weihnachtskarten, blende ich euch jetzt auch eine Playlist ein. Ich habe letztes Jahr ganz viele Videos gemacht zu Verpackungen und Karten. Und dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Die meisten Produkte sind ja Gott sei Dank im Sortiment übernommen worden. Und von dem her sind da noch ganz, ganz viele Ideen zu älteren Stempelsets dabei. Und natürlich kann man das auch mit neuen Stempelsets kombinieren. Ups. Und die Innenränder machen wir auch noch ein paar Perlchen. Das passt richtig gut auf die Blüte drauf, finde ich. Hoppala, da muss der Kleber natürlich mit. So, jetzt ist unsere Karte fertig und ich finde die ist wirklich sehr schön, sehr klassisch, elegant. Man hat genug Platz zum Schreiben und Glückwünsche reinzuschreiben oder Wünsche fürs neue Jahr oder je nachdem, was man halt reinschreiben möchte. Ich finde es auch richtig schön mit dem Hirschen, das macht sich total toll, der hat noch so ein Muster. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Und natürlich diese feinen Blüten, die man über das ganze Jahr verwenden kann, sind einfach total schön. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Und wenn ihr diese Glocke aktiviert, werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!